Ist das Tor sicher? Noch nicht. Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Verstanden. Wurde ausgeschaltet. Oh. Waffen entsichert. Hey, hast du was? Nein, nicht. Schwärmt aus. Durchsucht das Gebiet. Keine Spur verschickt. Hast du was? Nee. Ich suche sie. Schaut. Da, da sind sie. Verdammt, wir wurden entdeckt. Der Feind ist da drüben. Sag mir, was du findest. Ja, okay. Scheiße, hab sie verloren. Los, findet sie. Aufpassen, noch ein Toter. Komm raus, Arschloch. Hier ist nichts. Bei dir? Ebenso. Nichts. Ich werde hier sein. Du gehst nach dort. Verstanden. Azad will ihren Tod. Findet sie!
Kein Glück hier. Und bei dir? Hier ist auch nichts. Sie liegt da. Hier. Wird gemacht. Hier ist nichts. Such da drüben, dann schaue ich hier nach. Sei vorsichtig. Wir sollten sie besser finden. Das wird einen riesen Lärm machen. Okay. Wird schon schief gehen. Versuch was wert! Da lang! Hinterher! Ich bin in der Kapsel gebunden! Scheiße! Du kannst es! Das waren fast alle, denke ich. Alles klar bei dir? Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Und was ist mit dir?
Nummer zwei. Hier ist noch eins. Ich kümmere mich. Hab dich. Nur noch eins. Zu guter Letzt. Das sollte reichen. Okay, zurück zu dem großen Radding. Großes Radding? Wie auch immer der archäologische Ausdruck dafür ist. Großes Radding passt. Das. Hab. Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Ah, dann mal los. Na sieh mal an. Um was wetten wir? Sag ich ja, eine Art Schlüssel. Eins mit Stern für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserlampuzzle? Ah, na klar. Ich mache einen Dreizack. Das ist Ganesha. Hallo, Sir. Und jetzt? Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatzsuchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht's mehr Spaß. Hast du das gehört? Spürst du das? Mhm. Wow. Fraser, sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich hab viel gelernt. Das reichte Häuserler war sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskiere mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also? Wohin jetzt? Dort drüben ist das mit einer Axt markierte Vor im Berg. Und das Vor mit dem Bogen im Seebett. Schätze, ich hätte nach den Drakes fragen sollen, bevor ich den Job annahm. Da gibt's nicht viel zu sagen. Nate kenne ich ziemlich gut. Sam weniger. Er ist irgendwie einfach so aufgetaucht. Hm.
Okay, suchen wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Hast du was gefunden? Ich hatte kein Glück. Such du da drüben. Ich schaue hier nach. Schütze. Oh, das war ganz schön knapp. Unter diesen Umständen? Von dir ist das ein großes Lob. Was ist das? Berge und Seewald. Ja und ja. Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Vor allem, wenn alle nur darauf warten. Als?
Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Jung. Hab schnell gelernt, dass man die Leute glauben lassen muss, es geht nach ihnen. Und dann die Oberhand gewinnen. Das ist mir zu subtil. Mir war die direkt... Oh, Moment. Scheiße, da vorne sind überall welche. Diese Ausrüstung ist veraltet. Wir brauchen richtige Waffen, wenn wir eine anständige Armee sein wollen. Sei dankbar für das, was wir haben. Sagt Hazard nicht immer, dass die Armen nicht dankbar sein, sondern sich erheben und ihre Gegner vernichten sollen? Scheiße! Geschafft. Gut. Noch ein Andenken für meine Sammlung. Hast du wenigstens was gefunden? Unschätzbar wertvoll, dieses Andenken. Hoffe ich jedenfalls. Okay, wo waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Deine Methode ist mir zu subtil. Mir war die direkte Art immer lieber. Tja, jeder wie er kann. Nur einen Moment. Ich kann warten. Nochmal. Dann mal rüber. Natürlich. Warum? Was haben wir denn hier?
Deine Brüder und Schwestern warten schon auf dich. Interessantes gefunden? Sag's mir nicht. Du hast noch ein Andenken gefunden. Ding, ding, ding. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Hallo nochmal.